Also du empfindest ja dein Leben derzeit nur noch so, dass es einfach nur noch grau und schwarz ist. Ja, du empfindest ja keine Freude mehr, keine Lichtblicke mehr, außer wenn du mal wieder Lovebombing-Phasen hast, wo es vielleicht einigermaßen gut läuft. Aber bei mir war es dann auch so, dass natürlich irgendwann, als ich zu viel davon wusste oder alles davon wusste, das hat überhaupt nicht mehr gegriffen, diese Lovebombing-Phase. Also mir ging es durchweg nur noch schlecht. Ja, und das ist so, dass wenn du weißt, was Narzissmus beinhaltet, was seelische, toxische Beziehungen beinhaltet, wenn du weißt, was narzisstischer Missbrauch ist, dass du das irgendwann annimmst und nicht mehr weiter kämpfst, dagegen vorzugehen oder das zu ändern. Es ist wichtig, dass du das annimmst und dass du deinen Verstand erlaubst, das anzunehmen und daran zu arbeiten. Es ist ein hoffnungsloser Fall und es wird keine Besserung eintreten. Es ist unmöglich, dass das eintritt und das wird auch bei der nächsten Person, mit der er zusammen ist oder sie zusammen ist, sich nicht ändern. Und eure Lebenszeit ist einfach zu schade, dass ihr euch für diesen Menschen weiterhin kaputt machen lasst. Und so fängt einfach die Loslösung und die Abkapselung an. Ja, in dem Moment, wo ihr euch bewusst macht, ich kann daran nichts ändern, ich kann an dieser Person nichts ändern und an dieser Krankheit nichts ändern. Und dann merkst du auf einmal, wie am Ende des Tunnels das Licht kommt, ja? Du merkst einfach, du hast so einen Effekt davon, dass du loslassen kannst. Es ist wirklich so, ich bewege mich weiter, ich merke, dass sich auch die Art und Weise, wie ich darauf reagiere, total verändert. Du kriegst auf einmal dann so eine LMAA-Einstellung dazu, so, ach Gottes Sprüche, mach doch, was du willst, ja, ist mir eh alles egal. Und du merkst, dass dieser Schmerz, wenn er dich benutzt, wenn er dich verletzt, dass der nicht mehr so stark ist, weil du dann weißt, ach, das kommt sowieso von dem, was der sagt, ist mir eh. Also versteht ihr, das, so bin ich zu dieser Einstellung gekommen, dass es mir eh egal ist, was er redet, weil ich weiß, von wem es kommt. Versteht ihr? Und das ist eine gewisse Stärke, die ihr aber erstmal entwickeln müsst. Genau. Im nächsten Level kommst du dann dazu, wenn du das Thema über Also wenn du so weit bist und sagen kannst, ja, ich glaube, ich bin in der Loslösungsphase, dass du dieses Thema mal als Chancenlevel siehst. Also wo liegen deine Chancen? Du kämpfst nicht mehr, du siehst es als Chance, dein ganzes Leben zu ändern und du siehst es als Chance, deine ganze Persönlichkeit zu ändern. Und das ist was, das habe ich zu 180% getan. Meine Grundpersönlichkeit, die gibt's noch. Ich bin ein typischer Krebs, ja, also verletzlich, ich bin, ja, ich bin einfach euphorisch, ich bin emotional, aber meine grundlegende Denkweise hat sich geändert und ich merke ganz, ganz schnell, welche Menschen es gut mit einem meinen und welche Menschen dich eher ausnutzen und steck auch ganz, ganz schnell meine Grenzen. Und da kannst du auch ganz, ganz viel über dich selber neu erkennen. Ja, schau mal drauf, wie entwickelst du dich weiter in deinem Leben? Was erwartest du von deinem Leben? Was hat es mit deiner Persönlichkeit gemacht? Ja, bist du nicht im Nachhinein auch stolz auf deine Persönlichkeit, dass du so fühlen kannst, wie du fühlst? Das ist ja auch noch mal ein Geschenk, ja, auch wenn es die falsche Person war. Aber dass du so fühlen kannst, ist ja dennoch ein Geschenk. Und der letzte Teil ist es zu merken, dass es vielen Menschen so geht, wie es dir gerade geht oder wie es mir ging. Einfach zu merken, dass man damit nicht alleine ist. Und du wirst merken, dass jeder einfach dazu beitragen muss, dass die Welt positiver ist. Ja, also wenn man sich vorstellt, ich meine, wir wissen ja alle, ein Mann mit rötlichen Haaren oder orangenen Haaren, der die Welt regiert von Sarah Connor, ne? Ja, wenn solche Menschen eben die Welt regieren, wenn jetzt jeder von uns so wäre, wie wäre das Leben dann? Ja, einen schlimmeren Narzissten gibt es, glaube ich, kaum. Namen dürfen wir keine nennen. Aber ihr wisst, was ich damit meine. Wir sind alle dafür verantwortlich, dass die Welt positiver wird. Und das ist einfach was, was in mir drin ist. Ich hatte da heute mit dem Micha, der auch in unserer Gruppe ist, ein ganz, ganz lange, also ganz, ganz lang nicht, aber ein ganz intensives SMS-Schreiben, also hin und her schreiben, weil es einfach, weißt du, das ist in dir drinne, dass du es Positive haben willst, dass du das Gute in einem Menschen sehen willst und dass du einfach für dich raus hast, ja, ich möchte die Welt damit bereichern, indem ich positiv bin.
musst aber lernen, dass es halt mit diesen Personen nicht geht. Und auch das bringt dich immer ein Stück weiter, weil da draußen sind ganz, ganz viele Menschen, die genauso fühlen wie du und wie ich. Ja, es sind nicht mehr der Großteil, aber es gibt noch Menschen, die so fühlen. Und ich bin froh, dass ich mittlerweile wirklich diese Menschen auch um mich herum habe. Und wichtig ist es einfach auch irgendwann zu sehen, dass du an deinen Herausforderungen wächst. Ja, man sagt ja immer, Gott hat einem nur das auferlegt, was man auch tragen kann. Menschen, die nicht so an Gott glauben, ja, sage ich trotzdem, du hast ja nur die Last, die du auch tragen kannst. Sonst würden so viele ihre Schicksale nicht tragen können. Und dieser narzisstische Missbrauch ist einfach unsere Aufgabe im Leben. Also bisher war es meine größte Aufgabe, das zu bewältigen und einfach wieder ein eigenständiges, normales Leben führen zu können. Und das ist am Schluss dann deine Persönlichkeitsentwicklung, ja. Du tust daraus wachsen, ja. Ich erinnere mich immer noch an dieses aufs Feld Gülle düngen, ja. Und daraus wächst einfach alles, was nähren kann. Und so empfinde ich das auch. Also du kannst da so über dich hinauswachsen und das